Hallo meine Lieben, die violette Flamme, was bedeutet es? Was ist die violette Flamme im Esoterischen? Die violette Flamme ist eine sehr kraftvolle, göttliche Energie. Wenn man diese Energie nutzt, wandelt sie all deine belastenden, dunklen Energien um. Das ist die Stärke der violetten Flamme. Die violette Flamme kann Energien aus deinem früheren oder jetzigen Leben komplett auflösen. Sie ist bekannt als Geschenk und Vermächtnis vom Grafen Saint-Germain. Wer an sich arbeiten möchte, um alte Lasten, Gefühle etc. aufzuarbeiten, kann sich mit der violetten Flamme verbinden, um all die fremden Energien aufzulösen. Mit dieser göttlichen Kraft kannst du es selbst bewirken, indem du sie rufst. Sie reinigt und verbessert deine Lage und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, rufe sie und stell dir vor, wie die violette Flamme deine negativen und positiven Energien absorbiert und gleichzeitig es in lichtvolle Energie dann formiert. Lass die Flamme auflodern und hülle dich in sie. Gib alle positiven und negativen Energien dieser Inkarnation frei. Visualisiere, wie der Schwall dieser Energien deinen Körper über deine Hände verlässt. Nach der Arbeit mit der Anrufung der violetten Flamme, fülle dich mit der göttlichen Energie, dem weißen Licht, auf. Ansonsten könntest du dich energielos und lichtlos fühlen. Denke einfach, dass du vom weißen Licht überflutet wirst. Und danke Gott für sein Licht, das er dir geschickt hat. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du schaffst es nicht? Dann ruf mich an. Ich helfe dir und bin sicher, dass du dich danach besser fühlst. So bist du in der Lage, die Anrufung der violetten Flamme bei Bedarf stets selbst anzuwenden. Die violette Flamme ist ein Geschenk. Also nimm sie an. Nimm es an, dieses wunderbare Geschenk. Zu erreichen bin ich unter der Telefonnummer, die ihr hier unten seht. Mit lichtvollen Grüßen. Eure Deria.